Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Level mit der Menagerie. Die heutigen Gegner sind Rukus und Brutus. Und mein Team sieht so aus. Ich nehme wildes Jadschlangenjunges mit Atem, Blitzschlag herbeirufen und Wirbelsturm. Und den Aufziehgnom mit Metallfaust reparieren und geschützt umbauen. Und an dieser Stelle könnt ihr euer Levelpad nehmen. Es kann auch Level 1 sein, es sollte endlich kein Damage bekommen. Und an erster Stelle könnt ihr einfach jedes Pet nehmen, das Blitzschlag herbeirufen hat und setzt euch noch ein Dot. Wie eben Wirbelsturm oder auch beim winzigen Wirbelsturm könnt ihr auch wilde Winde nehmen oder auch die Mikrowache der Sonnenhesche mit Teufelsbrand. Gehen wir gleich in den Kampf. Und zwar mit Wirbelsturm. Und danach Blitzschlag herbeirufen. Danach könnt ihr auf euren Gnom wechseln. Und setzt den Turm ein. Jetzt weiter kämpfen mit Metallfaust. Und nochmals Metallfaust. Jetzt werdet ihr leider getötet, aber werdet ihr ja wieder belebt. So. Und der Kampf ist auch Crit-unabhängig machbar. Jetzt macht ihr einfach ein bisschen Schaden hier. Danach setzt ihr jetzt, da ihr schneller seid, besser gleich den Turm wieder, da ihr mit der ersten Attacke endgültig stirbt. So, also ich habe jetzt etwa 9 von 10 Kämpfen auf diese Art gewonnen. Mit der Mikrowache habe ich sogar 10 von 10. Und ja, also dann könnt ihr wieder zurückwechseln auf euer Pet da. Ich jetzt auf die Jade, auf das Jadeschlangenjunges. Und setzt gleich wieder den Blitzschlag. So, und dann an dieser Stelle könnt ihr jetzt passen. Euer Pet wird eh jetzt gleich umgehauen. Und ja, der Turm macht hier den Rest noch. Und euer Pet bekommt die XP. Es sind jetzt nur 1900. Ich habe jetzt noch den Helm auf. Also bekommt ihr etwa 1700. Vielleicht nicht gerade die effektivste, aber wenn gerade die. Diese zwei Pets da sind, kann man ja diese benutzen. Gut, das war's jetzt wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei und wünsche noch einen schönen Tag.